Guck einfach mal. Ach du Scheiße. Hier sind Nacktfotos von Patientinnen. Oh, Mann! Oh, ey, Alter. Hier sind bestimmt auch Kranknackten. Boah, ne, ich krieg hier auch keine Luft. Schummst hier raus. So, das hier ist auch. Hier waren wir halt auch schon mal. Gibt es leider auch kein Video zu. Das war halt die erste Tour, die wir gemacht haben. Und zwar ist es eine Schönheitsklinik. Mario. Eine Schönheitsklinik, die so krass heruntergekommen war, dass wir da auch nicht wirklich weit reingegangen sind. Ja, es war halt richtig krass einsturzgefährdet und wird es wahrscheinlich jetzt noch mehr sein. Also gerade der Boden war hier richtig schlimm. Treppe, Boden, alles. Da oben, ach du lieber Himmel. Also das ist zum Beispiel neu. Da oben ist einfach das ganze Vordach runtergekommen. Ne? Also ja, das ist schon nicht ohne diese Location. Die ist auf jeden Fall massivst einsturzgefährdet. Felderbach Klinik Anmeldung. Ja, eigentlich, also hier sollte man auf jeden Fall auch, hier ist der Wartebereich, eigentlich eine Maske anziehen. Also ich bin jemand, der macht das eigentlich nie, aber hier drin, also es ist schon massiver Schimmel und man sieht es jetzt vielleicht hier im Lampenschein. Hier ist doch richtig, ach du lieber Himmel, ja, ihr seht genau, was ich meine. Das hier einzuatmen ist halt. Ach du lieber Himmel. Ja, also anfassen werde ich hier nichts. Und wie gesagt, atmen. Ach, ich werde jetzt meinen Mundschutz anziehen. Ohne Witz. Ich habe ja jetzt einen bei wegen Corona. Ohne Witz, ne, da drinnen. Mario, ja. Ich ziehe den Mundschutz an. Alter, das ist so dick Pelz teilweise. So nicht. Wenn du da weitergehst, ne? Okay. Muss mal gucken. Die Türen fasst dir nichts an. Ne? Guck mal bitte, das hast du mal rausgelegt. Guck mal rein. Hier war das Spindel dran. Das ist einfach durch den ganzen Raum, durch den Tier, direkt die Tür fest. Das habe ich noch nie gesehen, Alter. Das ist doch mal ein Bildbett, oder? Und da oben sitzt sie, die fette Sau. Die ist schon ganz weiß an der Ecke. Das ist ja krass. Wahnsinn. Guck mal, da überall der Schimmel auch, ne? Guck mal, ich dachte gerade, das ist... Boah, Schwarzschimmel, Normalschimmel, Weißschimmel, Pelzschimmel, alles, ja. Oh, ey, ich dachte, das ist eine Folie. Ich glaube, selbst die Spinne ist hier an Schimmel verreckt. Also ehrlich, ich habe mich noch nie so unruhig gefühlt. Hier sind Zähne, Prothesen, Zahnprothesen. Und wir waren ja hier nachts. Hier bricht der Boden weg. Alter. Oh fuck. Du glaubst nicht, warum ich. Aber du wirst. Ich weiß eigentlich gar nicht wissen. Ja. Pass einfach auf, wo du hintrittst. Okay. Der komplette Boden hat unter diesem Gummi. Ich habe echt gedacht. Also. Boah. Ey, mein Herz ist. Das ist shit. Ja. Hier vorne was? Ja, geh den Gang, geh nicht lang. Nee, nee. Ey, du siehst es nicht, du siehst es nicht, ne? Aber der Boden. Der gibt einfach komplett. Ich habe echt gedacht, ich breche da ein. Siehst du da? Siehst du diese Kuhle da? Zwischen den tragenden Dingern, ja, da? Ja. Oh Mann, ich habe richtig. So, ey, mir ist das so.
verdammte Herz in die Hose gerutscht. Hell. Ach du lieber. Oh. Also wenn hier keine Kranken... Alter, da ist doch die Decke durchgebogen hier, oder? Hier sind bestimmt auch Krankenakten. Boah, hier ist der ganze... Der Schimmel hat hier schon die Sachen zerfressen. Das ist ein Revisit, das gar keinen Spaß macht. Das sage ich euch. Nee. Boah, nee, ich krieg hier auch keine Luft, schummst hier raus. Oh. Krankenakten vielleicht oder so. Oh nein. Und da unten kriegst du ganz schlecht Luft. Okay. Warte, oh. Ich mal so unten. Oh, Mann! Oh, ey, Alter. Jetzt reicht's, ey. Ja, guck mal. Boah. Sieht aus, als wenn da jemand ist. Guck mal, so, ich sehe mich selber, denk mir so, scheiße, da steht einer. Boah, Alter, ey, nee. Boah. Wir hatten das auf jeden Fall nicht so erkundet wie jetzt gerade. Oh Mann. Mario. Hm. Oh. Ja, aber wo? Kommt man zu den Behandlungsbehälter, wie es hier aussieht. Ist hier irgendwo ein Knochen? Weißt du, was noch oder war? Ja. Ich weiß nur, oben war dieses aber Einsturz gefährdet. Da war ich nie, hab ich mich nie getraut. Wir haben uns in viele Sachen nicht getraut. Hier, siehst du ja. Aber wir müssen irgendwie nach hinten durch. Also nächstes Mal Standardausrüstung, auf jeden Fall meine Gasmaske. Kommt auf jeden Fall nächstes Mal mit. Boah. Ich muss jetzt erstmal hier raus. Ich gehe jetzt da lang. Ich muss erstmal Luft holen. Ja. Richtig schlimm. Da sind welche. Ganz ehrlich, ich ziehe mir eine Maske wieder an. Okay. Ob das eine gute Idee ist, ich denke nicht schlimm. Ich muss sagen, ich habe ein ganz mieses Gefühl. Da ist schon so ein Behandlungsding. Hier oben ist nie einer, weil alle sagen, es bricht ein. Ja, lass uns auf jeden Fall versetzt gehen. Doch, hier oben waren wir. Ja, aber ist nicht mehr. Und sind wieder weggegangen, weil guckt euch die Löcher an den Boden. Genau, das war nämlich der Grund. Ja. Das habe ich sogar auf Video noch von damals. Irgendwo. Und hier gab es Geräusche und das Ding sind dann abgehauen. Oh mein Gott. Ja, ganz weich der Boden. Ja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall versetzt gehen. Ihr sollt ja mal bitte, wo du lang gegangen bist. Schön einfach. Hier so, ne? Aber das ist ja Beton eigentlich, oder? Nee. Da würde ich nicht drauf vertrauen. Wir müssen hier wirklich ins... Ach du Scheiße! Hier sind Nacktfotos von Patientinnen. Ja, Patientenakten, Nacktfotos von... Kann ich hier rein? Ja, also warte, besser nicht zusammen. Leute, das ist ein Skandal. Hier sind wirklich Nacktfotos von Patientinnen
komplett nackt. Würde mich nicht wundern, wenn der Name jetzt auch noch hinten drauf steht. Nee. Oh mein Gott. Hier liegt ein Safe. Ich hab echt Schiss, hier weiterzugehen. Oh. Hier geht's auch nochmal nach unten. Hier weiter nach oben. Ich meine, hier waren wir sogar. Ich bin mir nicht sicher, ich habe so weiche Knie, Leute. Also hier waren wir wirklich noch nie. Ich glaube, das ist auch der beste, erhaltenste Bereich. Oh Mann, so weiche Knie. Da sieht er den abgebrannten Puff da hinten. Oh Mann, das ist auch krass. Das war einfach auch verbunden, der Puff und die Schönheitsklinik. Konnte man, bevor man sich schöner macht, erstmal drüben vergnügen. Nee, hier sind dies ja keine Behandlungsräume. Sind auch Fotos. Da auch schon wieder so ein Arzt. Naja, es ist kein Einzelfall mit diesen Patientenakten. Nein. Nein, nein, gar nicht. Kann ich verstehen. Ja. Das Einzige, was ich gerade sehe, was wirklich safe ist, ist halt diese Zwischendinger. Jo, weißt du, wo die da sind? Ja, das ist ja ein ganzes Ding, der geht ja komplett einmal hier entlang. Hier? Ja. Das heißt, wie immer. Aber können wir nicht lang wie das. Ja, also ich habe auch ein bisschen Schiss. Wie gesagt, das ist der Punkt, wo alle filmen und sagen, hier nicht mehr, hier sagen die ganzen. Ja, sind halt die OP-Dinger, ne? Hier ist eine OP. Ja, guck mal, hier steht ja auch raus. Jacke. Hier ist eine OP-Jacke. Das ist ein Kittel. Ja, ich würde ja gerne da hinten gucken, wer weiß, was da noch drin ist, aber. Ich trau mich das nicht. Ich auch nicht. Von dort an weiß ich nicht, was das ist, wie man ja, da. Die Lampe wird schwächer. Man vielleicht da nochmal reingucken. Boah, hier sieht's. Das bricht ja jeden Moment weg alles. Okay. Ja, schade. Hier steht ja auch Infusion, Braun führen, Wander. Oh ne, ach der Boden. Ja, ja. Alter. Alles gut. Das ist halt. Die war halt der Trakt, ne? Guck mal, kannst du durchgucken. Was war das? Da ist ein Loch unterm Teppich. Unterm Teppich? Ja, ich hab voll reingebildet. Der Teppich nicht leer. Ja, das ist der Gang. Oh Mann, was machen wir denn hier? In unserer Freizeit, hä?
Aufträge, wo wir gerade standen. Nur ein ganzes Stück weiter. Guck mal hier. Ja, er geht nicht weiter. Was ist da denn? Ja, hier ist leerer Raum, aber sind auch diese Lampen, diese. Leute, guckt mal. Das seht ihr? Das. Ja, nicht so drauf leuchten, dann ja, sieht man es nämlich nicht. Doch, ja. Dann geh du ein Stück zurück. Ich weiß nicht, wo das Loch war. Okay. Ich werde mal ganz kurz hier um die. Schritt für Schritt. Ach, Scheiße. Boah, hier ist auch alles. Wie sich das durchdrückt. Aber das hier waren die. Ja, hier ist auch alles. Seht ihr ja. Alles eingestürzt. Oh Mann. Hier ist auf jeden Fall die andere Seite. Leute, ich habe ganz weiche Knie. Stehe hier auch wirklich ein bisschen. Ja, mein Gott, ich will drehen. Lebensgefahr, also. Hier ist alles eingestürzt. Ja, ich habe mich jetzt hier durchgemogelt. Es sind überall Löcher im Boden. Ich muss hier wirklich Schritt für Schritt gehen. Wir werden jetzt hier rausgehen. Mario ist zur Sicherheit draußen geblieben. Ich habe auch ein paar Videos davor aufgenommen. Die werde ich zur Sicherheit erst später hochladen. Und wir werden jetzt auch uns von der Location wieder verabschieden. Gehen. Ja, ich muss nur gucken, dass ich hier rauskomme. Ja. Schritt für Schritt. Also das ist wirklich, da sind Löcher teilweise. Ich muss immer so gucken. Oh ja, bis nachher. Die sind echt überall. Was denn? Guck mal, du hast ja gesagt, das könnten hier die Aufwachräume sein, ne? Ja. Dass dahinter, wo du jetzt stehst, ne? Wo wir eben nicht weitergegangen sind, dass da hinter diese Scheiße ist. Ne? Guck einfach mal.